Ja, also wir haben dieses Planspiel, bei dem man den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nachspielt. Und hier ist die Idee, dass Schüler und Schülerinnen, Jugendliche oder andere Interessierte alle mal so eine Idee bekommen, wie ist das eigentlich? Wie funktionieren die Vereinten Nationen? Wie arbeiten sie, um zum Beispiel die Menschenrechte zu schützen? Und welche Probleme gibt es aber vielleicht auch in diesem Menschenrechtsrat? Inhaltlich geht es eigentlich darum, dass alle Teilnehmenden so ein Rollenprofil erhalten und die kriegen dann eben Informationen, wo sie sich einlesen können, weil nicht jeder weiß zum Beispiel, wie die Menschenrechtslage in Berlin oder so weiter ist. Und sie lesen sich dann ein, treten dann in den Austausch mit den anderen Personen, schauen, was sind die Positionen der anderen, verhandeln und versuchen dann auch gemeinsam so eine Lösung zu erarbeiten und am Ende abzustimmen. Also am Anfang hat man sich einlesen müssen. Da war das jetzt dann am Anfang ein bisschen schwierig, weil man muss ja praktisch die Person übernehmen, also die Sicht von Amerika. Man kann seine eigene Meinung praktisch nicht dazu sagen. Das ist dann oft ein bisschen schwierig. Dann empfindet man ein paar Sachen dann natürlich als falsch. Aber sonst dann hat es mir sehr gut gefallen. Und man kann auch voll mitnehmen, finde ich, wie sich die verschiedenen Staaten wirklich verhalten im Weltgeschehen. Ja, das Ziel dieses Planspiels ist, dass man eigentlich mal versteht, welche Schwierigkeiten gibt es im UN-Menschenrechtsrat. Warum ist es eigentlich noch so, dass Menschenrechte verletzt werden, obwohl man sich bei der UNO ja eigentlich darauf verständigt hat, die Menschenrechte zu schützen? Dass man aber auch den Mehrwert erkennt, dass man eben auch sieht, okay, warum gibt es eigentlich solche internationalen Organisationen? Was haben die eben vielleicht auch für Erfolge vorzuweisen? Also ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich war eher skeptisch, wie man direkt zu mir gekommen ist. Aber in Wirklichkeit bin ich sehr begeistert, weil eben meine Jungs in die Richtung praktisch nichts hören, wenn sie sich nicht selbst informieren. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir da eingeladen worden sind und dass meine Jungs auch einmal von Menschenrechten ein bisschen was mehr hören als normalerweise. Und es werden eben auch viele Handlungskompetenzen trainiert. Also man kann zum Beispiel hier eine Rede halten, man muss diese Rede vorbereiten, man muss halt eben auch beurteilen, wie ist denn eigentlich meine Position zu diesem einen Thema, man muss Argumente finden, man muss eben sich mit den anderen auch abstimmen und da werden viele unterschiedliche Kompetenzen auch trainiert. Also ich habe gelernt, dass es nicht so einfach ist, zu einer Meinung zu kommen zwischen den verschiedenen Staaten. Dann, dass natürlich sehr viele Staaten auf sich selbst schauen, zuerst bevor sie auf die Welt schauen. Und dass es noch viele Staaten gibt, die noch nicht so weit entwickelt sind wie andere. Fürs Menschen bringt es extrem viel. Und gerade als Klassenvorstand hat man einen größeren Auftrag, als nur die Kinder technisch auszubilden, sondern ich begleite sie tatsächlich 5 Jahre und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und, kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sich meine Jungs und manchmal auch Mädels entwickeln. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was, wie gesagt, mir persönlich sehr wichtig ist, aber was wir im Unterricht nicht so wirklich unterbringen. Deswegen bin ich total froh, dass wir das machen.